Guten Abend, liebe Oberfreunde. Ja, es ist auch ziemlich laut hier in der Staatsoper, die Salome. Neue Inszenierung von Cyril Teste. Hoffentlich war das Publikum aus dem Häuschen und es war auch in der Tat sensationell, was die Salome, die Ani Beiström hier serviert hat. Das war fantastisch. Ein leuchtender Sopran, starker Ausdruck, erotische Spielweise, hervorragend gemacht, muss ich sagen. Die Inszenierung, wir wissen, das ist neu von Cyril Teste. Künstlerische Mitarbeit Céline Gauthier und die Bühne von Valérie Grall. Eigentlich nicht schlecht, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Rummel zu Beginn auf der Bühne. Man sieht schon bereits die ganze Gesellschaft mit Herodes und Herodias. Das hätte man vielleicht ausblenden können. Was mir auf den Wecker geht, ist, wenn ein Kameramann permanent auf der Bühne herumsteht und die Protagonisten aus der Nähe fotografiert und filmt. Das ist doch eigentlich schon überholt, das müsste eigentlich mal langsam ein Ende finden. Natürlich wieder sehr viel Kino, im Hintergrund läuft erstmal rasend eine Bildfolge ab, der Besucher im Palast von Herodes. Nachher beruhigt sich das, wenn Salome alleine vor dem Paravent dann mit Johannan verhandelt. Dann wird es etwas intensiver, auch was die Personenregie angeht, die im Allgemeinen aber sehr gut ist. Ja, also neben dieser hervorragenden Mali Beiström ist Ian Patterson ein sehr guter Johannan. Ich komme gleich. Und Gerhard Siegel natürlich wie immer ein phänomenaler Herodes. Und Michaela Schuster, herumgereiste Herodias, eine hervorragende Sängerin auf diesem Gebiet. Ganz hervorragend auch das Orchester der Wiener Staatsoper unter der Leitung vom Chefdirigenten Philipp Jordan, der heute alle Register der Strauß'schen Partitur ziehen konnte. Also es war ein starker Abend. So viel für heute aus der Wiener Staatsoper, Ihr Klaus Billand.